Herzlich willkommen bei diesem Wochengruß 2311, ja. Der nach unserer Planung 10 Minuten dauern wird. Ja. Das heißt, wenn der piepst, sollten wir im Laufe der nächsten 5 Minuten aufhören. Vielleicht schaffen wir es sogar vorher. Müssen wir mal gucken. Ja. Ich stelle die mal hier hin. Oh, guck mal. Oh, Klangschale. Oh, schön. Mann, das wird richtig meditativ. Ich hatte immer schon eigentlich geahnt, dass in mir eine Klangschale wohnt. Ja, du bist eine Klangschale. Genau. Wir sind noch in alberner Stimmung und der Raum ist noch warm vom Coach. Ja. Und ich war mal Teilnehmer, mal in einer ganz anderen, neuen, alten, bekannten. Wie ist es so? Du weißt schon, dass du in Fußstapfen trittst, die groß sind, weil es gab bisher nur eine Person, die nachdem sie die Kurse besucht hat und dann grandios assistiert hat, dann nochmal in die Teilnehmerrolle geschlüpft ist und das ganz toll fand. Du weißt, wen ich meine? Sagen wir es? Eine Frau, die nach Pferd manchmal? Nee? Nö, Dagmar. Dagmar? Dagmar Ling. Aber hat Nicole nicht das auch gemacht? Als Teilnehmerin? Ja. Kann auch sein. Kann auch sein. Es kommt jedenfalls zwei. Es kommt selten vor, ja. Dann bist du die dritte Frau, die das macht. Ja. Definierst du dich als Frau? Na, ich bin ja, haben wir ja festgelegt, Margot. Genau, also Margot Köpke. Und wie ist es dir so? Also, was ich toll fand, ist, dass du ja wirklich, ich weiß, wir dürfen es nicht sagen, darum halte ich es auch geheim, dass du ja wirklich auch mit einem ganz richtigen eigenen Thema in den Blog gegangen bist natürlich. Und wirklich auch daran gearbeitet hast und wie ich finde, auch am Ende zu einem vielversprechenden Ergebnis gekommen bist, absolut. Was wir wahrscheinlich in 2-3 Monaten im Wochengruß verkünden dürfen. Meinst du, dass ich mich dann durchgerungen habe, das auch ins Licht der Öffentlichkeit zu tragen? Ja. 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 Aber dann erst. Dann erst. Aber ich fand das wirklich toll. Ja, ich finde es immer wieder, also ich finde es so eigenartig, dass ganz viele Teilnehmer auch sich, glaube ich, erst ein bisschen an mich in dieser Teilnehmerrolle irgendwie gewöhnen mussten und mir begegnet sind. Was mit so einer tiefst beeindruckendes. Ja, aber auch ich, auch ich bin ein Mensch, der, ich gebe es nicht gerne nicht zu. An. Man merkt es dir nicht an, dass du ein Mensch bist. Dass ich ein Mensch bin und ja, seit ich weiß, dass ich perfekt bin, dann hält sich meine Arroganz in Grenzen. Aber klar habe auch ich irgendwie immer noch meine Themen und finde es halt auch schön, wenn man hier in Kleingruppenrahmen und auch mal in Demos mal so ein bisschen ein paar Sachen nochmal üben, nochmal nachschärfen und so kann. Also ich habe es sehr genossen. Das können die wenigsten Trainer. Also es war für mich ein Höhepunkt meines NLP-Lernens zu erleben, dass Bernd Isert das konnte. Ja. Du kennst ja die Geschichte, aber die Zuschauer kennen sie vermutlich nicht. Im Trainertraining, er kam eines Tages vor die Gruppe, er meinte, es ging heute richtig schlecht, er kann das Training nicht geben. Und wir alle so, wie jetzt, er kann das Training nicht geben. Er bräuchte ein Coaching, ob jemand aus der Gruppe bereit wäre, ihn zu coachen. Dann ließ er sich vor der ganzen Gruppe coachen, ja. War hinterher richtig gut drauf und hat einen geilen Trainingsweg gegeben. Und ich dachte mir, aber ich finde, das ist irgendwie ein Stück weit auch die Essenz von Coaching. Also auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich immer wieder jetzt hier mitgenommen habe und mich jetzt auch wieder erinnert habe, dass es nicht viel bringt, irgendwie sich mega spannende Konzepte vorher zurechtzulegen. Und also Dominik hat das, glaube ich, in seinem Neu und Gut schön zusammengefasst. Ein guter Coach ist dem Coachee 5 Schritte voraus, ein sehr guter Coach nur einen. Oder ein brillanter Coach. Und also dieses in der Gegenwart bleiben und sich halt kleine Aufgaben zurechtzurücken, wie zum Beispiel, wir suchen erstmal hier nach einer Stuhlposition, in der wir uns miteinander überhaupt erstmal wohlfühlen, fand ich richtig cool und richtig empfehlenswert, dass man sich das mal anguckt und sowas auch mal lernt und praktisch übt. Ich habe ja für mich auch ganz am Ende, plötzlich ist mir was klar geworden, es kam so aus dem Augenblick, du kannst ja sagen, wie du das findest, dass man ja im Rahmenmodell psychografische Bereiche zuordnen kann, dass man sagen kann, Schritt 1 des Rahmenmodells bin ich im Beziehungsbereich, ja. Schritt 2 bin ich im Erkenntnisbereich. Ja. Ich finde, dann geht es nicht mehr so richtig auf Schritt 3 Handlungsbereich, ja, und Schritt 4 ist dann auch nicht mehr Beziehungsbereich, aber ich würde sagen, Schritt 1 und 2, also der Beziehungsaufbau ist logischerweise im Beziehungsbereich. Ich hätte tatsächlich 3 und 4 als Handlungsbereich zugeordnet. Den Gedanken hatte ich auch schon mal und habe es genau so auch zugeordnet, dass halt quasi die Veränderung und auch die praktische Verknüpfung in den Alltag schon sehr, sehr, sehr handlungsbereichslastig hat. Okay, bei Schritt 4
würde ich mich auf Handlungsbereich, glaube ich, auch am ersten einlassen. Aber ich glaube, Schritt 3 muss in allen drei Bereichen sein. Da brauche ich mal eine Erkenntnis, dann brauche ich mal irgendwie einen Positionswechsel, dann brauche ich mal was Konkretes zum Tun. Aber auch mit einer Erkenntnis verändert sich oft ganz viel. Ja. Das ist aber auch wirklich, ich glaube, wir haben jetzt ja dieses Mal auch wieder 15 Leute davon angesteckt. 15? Mhm. 20? Wir waren am Anfang 25 Leute, ne? Mhm. 26 sogar 26, mit Dagmar. Stimmt, Dagmar war auch mit dabei. Wenn man sich mit Psychografie beschäftigt, dies mit den Triaden wird irgendwann ja zum wie Briefmarken sammeln. Ne? Mhm. Also es ist ja irgendwie, man sammelt ständig neue Triaden. Ja. Wir hatten auch wieder eine neue, die ich noch nicht kannte. Also ich brachte ja mit, jetzt frisch aus dem Newsletter von Werner Winkler, ja, nein, vielleicht. Mhm. Also ja, Beziehungsbereich, nein, Handlungsbereich, vielleicht Erkenntnisbereich. Mhm. Dann hatten wir vorher in dem aktuellen Werner Winkler Newsletter weniger davon, mehr davon, was anderes. Mhm. Also weniger ist Erkenntnisbereich, mehr ist Handlungsbereich, was anderes ist Beziehungsbereich. Und wir haben jetzt, glaube ich, war das jetzt hier in diesem Coach-Block, wo wir die Submodalitäten rausgearbeitet haben von den drei Bereichen? Das war, glaube ich, auch neu, dass wir halt gesagt haben, im Beziehungsbereich hast du irgendwie so ein dynamisch diffundierendes, chaotisch bewegtes Bild. Im Erkenntnisbereich hast du ein Standbild und im Handlungsbereich eine zielgerichtete Bewegung. Das fand ich auch sehr schön. Ja, ja. Es wird wirklich irgendwann zur Sucht. Mhm. Genau, schön. Genau, du wolltest noch ein bisschen was zum Landsiedelkongress, glaube ich, erzählen. Genau. Komm zum Landsiedelkongress. Gut, dann können wir wieder zurück zur Kunst. Nee, jetzt ernsthaft, das gibt es zum 30. März, genau, wir haben gerade März, gilt ja noch der Frühbucherpreis vom Landsiedelkongress und ich hatte es hier schon, ich meine, dir ist es bekannt, aber ich sage es für die Kamera nochmal, es ist von allen Kongressen, die ich erlebt habe, wirklich der schönste, aus mehreren Gründen und ich glaube, die beiden Hauptgründe sind, die Location ist wirklich großartig, Barockschloss Zeilitzheim, ich weiß, du kannst nicht kommen, das ist so blöd. Ich ärgere mich auch wirklich, ich beiße mir selber in den Hintern. Zeig mal. Die Location ist traumhaft, das Barockschloss, dort in Zeilitzheim in so einer Weinbaugegend, da mit ungefähr 200 Leuten. Es ist ja auch die heißeste Ecke Deutschlands, also man kann eigentlich mit Sommer wirklich rechnen. Mhm. Und das Zweite ist, der Kongress entstand ja ursprünglich eigentlich aus einer Art Sommerfest der Landsiedeltrainer, die immer noch einen großen Teil der Vorträge bestreiten. Und deswegen ist es so frei von Konkurrenz und frei von Werbung, weil man sozusagen eh schon untereinander ist. Die Leute sind ja bereits Kunden, Teilnehmer, wie auch immer. Deswegen da wirklich in den Vorträgen, es kommt wirklich Inhalt, es kommt wirklich Erlebnis, es kommt wirklich Coaching, sowas. Es kommt nicht einfach nur buchen, kaufen, buchen, kaufen. Mhm. Das macht eine wunderschöne Atmosphäre. Ja. Also ich kann das sehr empfehlen. Vielleicht, wenn ich dran denke, tue ich es unten verlinken, wo man den Kongress. Naja, unten drunter in den Kommentaren, die auf YouTube ja ein bisschen schwer zu finden sind. Genau. Dann, wir machen mal einen Wochenrück- und Vorblick. Letzte Woche war Dienstag, kam ein Podcast von mir über, auf den bin ich stolz, der Werkstattbericht aus der Formatmanufaktur. Ja, der war wirklich schön. Da habe ich mich so richtig auch selber in Hitze geredet, zu merken, auch, wie viele Formate eigentlich im Laufe der Zeit entstanden sind. Und jetzt kam eigentlich schon wieder eine neue Idee, das wird eine neue Kategorie. Formate, mit denen man nicht etwas lernt, sondern Formate, mit denen man etwas verlernt. Ja. Das wird ja auch mal eine ganz neue Formate-Kategorie werden. Ja. Mir wird sowieso mehr und mehr klar, die Formate sind schon wichtig im NLP, aber viel wichtiger ist es, die Anwendung der Formate zu lernen. Was kann ich damit machen? Wie funktionieren die? Wie setze ich die ein? Das ist sonst, NLP hat sonst manchmal so einen Baumarktcharakter. Mhm. Du gehst rein, du hast alles voll mit Werkzeugen, Materialien und denkst, was mache ich jetzt damit? Und darum ist im Grunde die Ausbildung, geht es darum, dass man die Werkzeuge lernt. Das war der Podcast, dann war am Donnerstag war Caroline mit ihrem Webinar. Und da müssen wir leider sagen, es gibt davon keine Aufzeichnung, weil das Internet ist unter der Last der Ressourcen zusammengebrochen. Da war so viel gute Energie auf der Leitung, dass irgendwann es einfach Puff gemacht hat und es war weg. Und für eine internale Verhandlung mit dem Internet war es dann zu spät? Genau. Deswegen gibt es einmalig keine Aufzeichnung. Samstag kam mein Newsletter über Ebene 5. Mhm. Das heißt, nächste Woche kommt Ebene 6. Dann
kommt jetzt gerade der Wochengruß und nächste Woche kommt am Dienstag ein Podcast, wo ich noch nicht weiß, worüber. Wahrscheinlich mache ich das ABC weiter. Mhm. Dann kann sein, dass wir Dienstag noch einen geheimen Podcast aufnehmen für die Woche drauf. Ich kündige es mal an, das könnte vielleicht sein. Donnerstag gebe ich das Webinar über Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein. Da will ich die Antwort auf die Fragen geben, die oft im Coaching auftaucht. Mhm. 10 Minuten. Mhm. Die oft im Coaching auftaucht. Da kommen Leute und sagen, ich möchte meine Kernkompetenz wissen, meine Stärken wissen, meine Vision wissen. Und meine klassische Zurückfrage ist, wofür? Und dann kommt sowas, ja, dann weiß ich das. Mhm. Das finde ich ein bisschen wenig. Also da kann man bessere Antworten geben und darüber geht der Abend. Ja. Genau, und dann kommt Newsletter wieder und dann ist es dazu. Mhm. Fehlt noch irgendwas Wichtiges? Haben wir eigentlich deine Homepage schon erwähnt oder wollen wir die gar nicht erwähnen? Stimmt, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, ich war seitdem gar nicht im Wochengruß. Es gibt jetzt eine neue Homepage von mir, nlp-coaching.net. Mhm. Da habe ich mal so ein kleines bisschen, vielleicht selbst wenn du jetzt nicht unbedingt nach einem Coaching suchst, auf eine für mich kurze, knappe, spannende Formulierung runtergebrochen, mal formuliert, was ist für mich eigentlich NLP aus der Perspektive von jemandem, der da noch überhaupt nicht mitgearbeitet hat, mit ein paar Beispielen. Und ja, also wenn du da irgendwie mal raufgehst und... Es lohnt sich schon das Bild. Ja, das stimmt. Daniel. Wobei, wer mich halt aus den sozialen Medien und so weiter und so fort kennt, der kennt das Bild inzwischen auch schon. Das ist ein schönes Bild. Ja. Genau. Und den Blogartikel, den ich schon previewen durfte, den gibt es nicht, oder? Ja, doch, den schon? Doch, doch. Der ist schon veröffentlicht. Schön. Das heißt? Da habe ich mich mal ein bisschen darüber ausgelassen, dass ja sehr viele Leute irgendwie sich so mit unglücklichen und ja regelrecht toxischen Beziehungen sehr viel auseinandersetzen und was meiner Meinung nach ein relativ ungünstiges Priming eigentlich ist. Mhm. Und was man da eben für einen alternativen Blick auf Beziehungen und Beziehungsführung haben könnte. Und wie man da rauskommt aus dieser Falle. Mhm. So. Ich fand den interessant zu lesen. Ja? Kann ich empfehlen. Gut. Gut. Dann verlinken wir auch unten. Ne? Ja. Machen wir auch unten. Genau. Also hier. Und dann gucken wir hier und da sind die Füße. Du musst noch winken, Daniel. Du musst noch winken. Tschüss. Bis nächste Woche.